Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Vielen Dank. Vielen Dank für das Feedback auf die letzte Folge. Tatsächlich haben die Leute auf mich gehört. Die haben es unterstützt. Und Freunde, ich würde mir wünschen, wenn ihr denn wirklich Bock habt, ja, wir haben es ja, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, wenn ihr wirklich Bock habt auf das Spiel, auf das Let's Play, dann unterstützt es auch. Ja, unterstützt es gerne. Ich will jetzt nicht jedes Mal irgendwie eine Zahl vorgeben oder sowas, aber Unterstützung wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Für die Leute, die sich jetzt wundern, ey, warum steht er jetzt da? Ich bin nochmal zu dem Punkt zurückgegangen, wo ich das ja noch nicht untersucht habe. Hier war ja noch eine Abteilung, wo ich gesagt habe, hier kommt man noch später hin. War ja nicht der Fall. Deswegen bin ich selber jetzt nochmal dahin gelatscht. Und wir werden jetzt das Ganze hier auf jeden Fall nochmal untersuchen. Ich habe auf dem Weg dorthin, habe ich die letzte Little Sister mir geholt. Beim letzten Mal ist es ja ein bisschen schief gegangen. Leider Gottes ist sie ja dann abgehauen. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ihr habt es mir in den Mehrfach nicht mal geschrieben. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle auch mal dafür. Und ja, Freunde, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitch, auf Twitter. Da hatte ich ja auch die letzten Tage geschrieben, dass ich krank war. Bisschen erkältet, ich hatte die ganze Zeit so eine verstopfte Nase, Alter, auch schon im letzten Stream, ich weiß gar nicht, was da los war. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Nasenspray oder sowas, ich musste mir das reinhauen, sonst ich hätte einfach nicht schlafen können, Mann. Das ist unfassbar eklig gewesen. Aber egal, Freunde, dementsprechend gab es jetzt ein paar Tage Pause, aber hat ja für die Unterstützung des Videos ja eigentlich ganz gut getan. Dementsprechend haben es noch ein paar mehr Leute wahrgenommen, das Ganze hier auch zu unterstützen. Warte mal, wir checken erstmal das hier ab. Ansonsten haben wir denn alles erstmal in diesem Levelabschnitt. Deswegen wollte ich auf jeden Fall nochmal mit euch gemeinsam hier zurück, damit wir uns die restlichen Sachen auch nochmal reinziehen. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, der ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaineschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Alles klar, Bruder. Okay, wenn du das sagst. So, checken wir das Ganze mal. So, den brauchen wir bitte nochmal einmal. Danke, schön, super. So, knallen wir das mal hier rein. Perfekt. Das hacken wir mal, bevor uns das auf den Sack geht, so ein bisschen, wa? Den Safe. Machen wir Auto-Hacker. Hell, Alter, hell. Kontakt me, nice. Hier ist gar nichts los. Was ist das? Was ist das? Bist du ein bisschen dumm? Bist du ein bisschen dumm? Komm mal her hier. Hier, Fotomodel. Jawohl, schön. Es muss ein A geben. Ja. Und tschüss. So. Geh mir nicht auf den Nerv. So, warte mal. Hier war ja noch ein bisschen mehr zum einsamen Freunde. Wer ist da? Ich weiß. Ich bin hier. Kurz Model-like posieren, bitte. Nochmal ein A. Plasmid-Bonus. Ach ja, stimmt. Ich habe mir das Plasmid ja reingehauen. Stimmt. Stimmt. Wo ich nochmal einen kleinen Bonus bekomme, wenn ich die Fotos schieße. Ich weiß gar nicht, hab ich das euch gezeigt? Das ist einfach so ein Perk halt, was ich mir reingeknallt habe. Was auf jeden Fall nur helfen kann. So. Jetzt die Kasse untersuchen. Ansonsten ist hier nur Alkohol, glaube ich. Hier war nochmal, genau. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. André, Junge. Okay. Hab ich jetzt wirklich $5 da reingeworfen? $5 oder 5 Credits? $5, Alter. Kontaktminen liegen da nur. Ach, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, meine Kohle da rein zu ballern. Naja, gut. Alter, was ist das für ein riesiger Abschnitt, Alter? Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind, wa? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern an das Ganze.
Machen wir nochmal hier ein Foto. Danke. So, neue Stufe. Perfekt. Jo, Alter. Bestes Aim von mir. Voller erforscht. Okay, sehr schön. Den ersten haben wir voll erforscht. Dich haben wir noch nicht voll erforscht. Werf mal. Hä? Kein Motiv in sich? Willst du mich verscheißen? Ich glaub, Alter! Boah, Junge! Bist du mir nahe gekommen? Alter, Junge, das ist ja... Alter, Schwede! Habt ihr... Ey, das ist ja... Ich dachte, der wäre nach vorne abgehauen. Plötzlich steht die... Hackfresse neben mir. Junge, was war das denn, Alter? Ey, du Sau! Das gibt's doch nicht! Du kleiner Perverser. Hä? Forschungsziel abgeschlossen. Ach so. Zack, kriegst du einen über den Dötz, Alter. Weg mit dir. Junge, hab ich mich verjagt schon wieder. Das ist doch unfassbar. Wer hat das gesagt? Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Okay. Oh, habe ich den Code entdeckt? Ich weiß gar nicht. Hatten wir irgendeinen Code entdeckt? Alter! Dumme kleine Sau, Alter. Ey, sag mal, wie viele Leute chillen hier? Ich weiß gar nicht, ob ich den Code entdeckt habe. Haben wir den Code schon... Komm, zeig dich. Zeig dich. War das so irgendein Spider-Man-Verschnitt? Ich dachte, ich hätte irgendwie so einen Spider-Splicer da oben gesehen oder gehört. Häkchen einmal bitte. Danke. Hm, ja. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, haben wir den Code schon? Haben wir den Code für die, ja, da oben ist er doch. Sag ich doch. Ich hab's doch gewusst. Die Spider-Boys haben wir noch nicht ganz. Motiv wurde schon mal fotografiert. Ja, ja, ja. Ist in Ordnung. Ey, sag mal, wie viele Leute chillen hier? Jetzt mal ernsthaft. Die ganze Bude ist voller... Leute. Oh! Weg, 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 weg. Boah, Mist, Alter. Mist, ich muss nochmal kurz... Oh, ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht. Haben wir das? Haben wir das? Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen... Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob wir irgendwie einen Code bekommen haben oder so. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Freunde, ich weiß es nicht. Neptun. Ich weiß nicht, ob wir das gefunden haben, den Code. Das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung. 7533. Um mich klar auszudrücken. Ich glaube, haben wir das schon eingegeben irgendwo? Wegen Diebstahls und Schmuggel. Ansonsten hack ich das einfach. Müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen sieben, im Rat. Nee, warte mal, 7533 oder 7553? 7533 war das, wa? Alles klar, innerhalb von 2 Sekunden alles vergessen. Ja. Oh, perfekt! Alter, ich bin einfach... Junge. Ohne Witz. Jetzt mal bitte die Detektiv Conan-Musik einspielen. Ich hab's einfach gelöst. Ich bin der Beste. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen
Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Okay. Es bewegt sich doch, oder? Ist dahinter irgendwas? Aha, Freunde, also jetzt mal ernsthaft, nicht mit mir, ne? Gibt es überhaupt ein unheilverkündendes Geräusch als das eines Sicherheitsalarms? Nee, das ist schon. Es ist schon eklig, ja. Aber das brauchen wir nicht. Ich höre schon wieder hier jemanden latschen, Alter. Oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles. Oder? Hier drinnen waren wir auch schon. Klar, hier waren wir schon drinnen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Oder? Ich denke, also... Das meiste müssen wir auf jeden Fall haben. Hey, Big Daddy! Big Daddy! Guck mal! Dreh dich mal! Jawohl! Yes. Ey! Alter! Der hat das Ding gehackt! Ich hau einfach ab! Komm! Wir haben hier alles erledigt! Hau mal ab! Vorne! Weg! So! Let's go! Also wir haben auf jeden Fall alle Little Sister! Das... What the fuck? Alter! Schieß! Alter, hast du den Star Smash? Yo! Wo bin ich? Ich bin falsch gelaufen, Junge. Du musst da hinten los. Du musst da hinten durch. Gut. Egal. Freunde, wir haben alles. Bist du schon wieder ein Neuer? Ja. Ich denke mal nicht, dass der andere von da hinten rübergerannt ist. Ja, tut mir leid. Ich habe alle Little Sister befreit. Das wird dir nicht gefallen. Ich weiß, aber mir gefällt's. Ich sag mal so. Ich habe jetzt keinen Anspruch, wirklich alles auf 100% zu zocken. Das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich will auf jeden Fall jede Little Sister in jedem Level mitnehmen. Das sollte auf jeden Fall schon das Ziel sein. So im Großen und Ganzen. Aber wirklich jetzt jede einzelne Sprachnachricht zu finden und jedes Plasmid und hast nicht gesehen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Warum hast du mich verlassen? Das muss auf jeden Fall nicht sein, oder? Nee, ich glaube nicht. Wunderschön. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Alles klar. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Hackerfokus, ein weiteres beliebtes Gen, Tonikum. Sehr schön. Security-Experte. Na, nee, das passt schon. Gut, Freunde, hauen wir mal das Big Daddy-Zeug da mal weg. Und hauen uns mal Telekinese rein. Ja, doch. Diese Sounds, war, ich liebe sie voll. Immerhin habe ich meine Kamera und meinen Schraubenschlüssel, Alter. Mehr brauche ich nicht. Und meine Plasmide, wa? Boah, ich merke gerade an dem Abschnitt. Tja,
Ja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr, Freunde. Bam, Junge, bam! Abfackeln! Draufhauen! Nein, brutzeln, brutzeln! Alter, Alter, was geht hier ab? Komm, werf, 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 werf. Hä? Jo, alles klar, danke. Danke, dass du gar nicht explodiert bist. Peachy, ich werd mit dir. Boah, Junge, er gibt mir einen Kick, Alter. Ja, das hat wohl nicht gereicht, wa? Du kleiner Loser. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schmuggler nicht mit der Nase rauszustoßen. Hör mal auf jetzt hier! Zack! Okay, alter Schwede. Ich muss ehrlich sagen, an den Abschnitt kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. So, warte mal. Holen wir uns mal kurz. Okay. Aber ich hab's ja eigentlich ganz gut hinbekommen. So, natürlich nicht vergessen zu looten, Freunde. Looten ist immer gut. Die Kamera. Okay. Ansonsten. Ja, okay. Ja, jetzt heult ihr, wa? Jetzt heult ihr. Das habt ihr euch selber zuzuschreiben, ihr kleinen Loser. Ah, Freunde, guck mal hier. Beste Waffen-Upgrades. Immer sehr gut. Puh, also entweder gehe ich aufs MG oder auf die Schrotflinte. Ich glaube, ich gehe erstmal aufs MG. Ja. Genau. Waffe verbessert. So sieht's aus, Brudi. Maschinengewehren. So, knallt's hoch hier. Erstmal alles. Die ganze Vereisung wegmachen. Einfach just for fun. Wenn man's kann, macht man's halt. Folgendes ist, das Geile ist ja, ich habe vor kurzem habe ich mir erst Full Metal Alchemist Brotherhood reingezogen. Das ist ein Anime für die Leute, die jetzt nicht wissen, was es ist. Und da ist auch einer der coolsten Charaktere, der hat auch so die Feuer-Magie. Oder Alchemie, besser gesagt. Und er macht es auch mit dem Schnipsen, ey. Daran erinnert es mich gerade. Scheiße auf Fontaine. Na, warte mal, hab ich da auf die Scheiße, Idiot. Es ist halt die Frage: Ist das der richtige Weg? Ich weiß gerade gar nicht, was der richtige Weg ist. Okay, ich glaube, hier ist nicht der richtige Weg. Hacken. Sag mal, was soll das? Ich wollte gerade sagen, da ist nichts drin, Alter. Hallo? Drück. Hallo? Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Hey! Ich meinte noch, danke. Darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine... Na, es geschafft! Und jetzt dann sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ich hasse sowas, wa? Ich hasse sowas.
Mann, ey. Ich hasse das, wenn das, unterbrochen wird. Das U-Boot, nee, warte. Jetzt bin ich falsch. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns. Jawohl, jetzt sagt er wieder das H-Wort. Für die Monetarisierung. Okay. Ich meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen und am nächsten. Jetzt red mal zu Ende, alter Mann. In einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Sammy G? Alter, Sammy G ist auch ein geiler Gangster, aber. Jo, ich bin Sammy G. Alter. Ja, danke für die Monetarisierung, ne? Das war's denn wohl. Das war's denn jetzt wohl. Mann, ey. Schade. Schade. Okay. Hey. So, schön alles untersuchen. Schön alles mitnehmen. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Okay. Dieser Sound, wa? Ich glaube, ich habe schon meine geilsten Sachen ausgerüstet. Actionfoto. Ja, das ist ja. Alter, habe ich das nicht einmal fotografiert bisher? Ist das mein erstes Bild dazu? Ja, das ist das. Ich glaube schon. Mach Badaboom! Mächtigen Badaboom! Oh nein! Zu viel Alkohol, nichts gut! Hier. Ah, guck mal hier! Na, komm, aktivier's! Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Geil, Mann! Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Alter, beste Leben, Junge. Beste Leben, oder? So. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Wird langsam Zeit, wa? Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Tja, Freunde. Wir müssen tun, was wir tun müssen, oder? Ich glaube, hier geht's später weiter dann, ne? Okay, gut, Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal an dieser Stelle. Genau hier machen wir Schluss. Freunde, wie gesagt, ich will jetzt nicht jedes Mal eine Zahl vorgeben, aber es wäre schon nice, wenn ihr das Ganze unterstützt. Wie gesagt, ich verdiene keinen Cent mehr oder weniger. Aber das Let's Play ist wirklich nur für euch. Ja, ist auch kein dummes Gelaber oder sowas. Ihr seht ja die Klicks, also da wird jetzt nicht der dicke Rubel rollen oder so. Das ist einfach nur, damit wir ein bisschen die Zeit überbrücken, bis zu neuen Games. Ihr wisst es ja selbst, ey, in nächster Zeit sieht's mau aus. Wir dachten alle, das Jahr wird bombastisch, aber sehr viel wird ja verschoben. Aber im März
geht's ja dann endlich mal los mit neueren Games, dann April und Ende des Jahres. Ey, Freunde, können wir sowieso hoffentlich nicht mehr retten von neuen Games mit den neuen Konsolen und so weiter. Aber wir brauchen ja irgendwas müssen wir ja zocken. Und wenn ihr da Bock drauf habt, machen wir das gerne weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja? Wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab, haut rein und tschüss.